herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Family Fun. Family Fun ist auf Tour in die Türkei. Diesmal ja, wir sind schon fast da. Wir haben schon 3-4 Kilometer sind wir schon gefahren. Oh, der Gian hinten. Oh, Gian, gell? Der mag fahren gar nicht. Mlay ist hinten, die ist angeschnallt, deswegen sieht man sie nicht. Sie kann da nicht so richtig vorschauen. Also, erste Etappe, 930 Kilometer Ungarn. Da werden wir 1,5 Tage bleiben. Und wir nehmen euch jetzt die ganze Strecke mit, auch in die Türkei, meine Lieben. Da könnt ihr mal schauen, wie das ist, wenn man fast 2600 Kilometer fährt. Und 2,3 sind es. Echt? Zu uns? Nach Kütahya, Emmet. Ui, das ist ja gar nichts, Leute. Das schaffen wir ja locker. Genau, vorne fährt der Lütfü, mein Neffe mit Family, die sind auch dabei. Und wisst ihr, wer hier ist? Kiki! Kiki fährt mit nach Ungarn, weil sie zu Oma darf dann Urlaub machen, 4 Wochen bei Oma. Wir sind jetzt in Österreich, 30 Kilometer weiter nach der Grenze, haben wir jetzt eine Pause gemacht und tun gleich mal... Ohne Ende. Ja, Robert hat gesagt, in der Nacht isst man nicht, aber die Sachen, was Eichen eingepackt hat, schaut mal, meine Lieben, die, ja, die isst er gleich, ja. Die hat alle den Robert gegessen. Die hat alle Robert gegessen, ja. Stimmt. Ja, jetzt machen wir hier die Pause und dann geht's weiter, 600 Kilometer noch bis zur Schwiegermama. Die ist jedes Mal von dem Strauch. Echt? Ja. Was ist, Hatice? Was ist? Gefällt es dir hier? Ja? Gefällt es dir? Genau. Schaut mal. Robert und Mlay, guckt mal die Fotos an. Wollt ihr mal Robert in Jung sehen? Da? Da ist der Robert in Jung. Und da drüben, wer kennt es noch? Hakans Hochzeit. Oma hat hier volle Bilder. Und da hinten ist nochmal Mlay. Guckt mal, das war ihr erster Geburtstag, oder? Ja, Mlays erster Geburtstag war das. Oh mein Schnucki, so süß. Und da ist Mama und Papa bei Formel 1. Ja, da waren Formel 1 Rennen. Hier ist wieder die Mlay. Guckt mal, ein Bild für die Oma hat sie gemalt. Alles aufgehängt. Mlays erster Schultag, da ist Mlay wieder. Es ist Nachmittag 12:30. Alle schlafen, alle schlafen. Ich habe auch geschlafen auf so eine Liege hier auf der Terrasse. Aber ich bin völlig fertig irgendwie. Mir tut alles weh. Und die Kinder, die spielen Fußball. Ja, Gian, Mlay, Furkan und Kira will andauernd raus. Aber darf sie nicht, weil sonst zerbeißt sie den Ball. Geh, Kiri. Nein, nein, du musst schön hier bleiben. Du kannst nicht Ball spielen. Mlay, was haben wir hier entdeckt? Ein Grab. Ein Grab, ja.
hinten im Garten, ich zeig euch mal, da ist ein Grabstein. Gian! Ja. Und wisst ihr, von wem dieser Grab hier ist? Das ist von Yara, Hund von meiner Schwiegermama, die gestorben ist und die hat echt einen richtigen Grabstein machen lassen. Da steht sogar Yara drauf, ein richtiges Grabstein mit Steinen hier. Siehst du, Furkan? Von meiner Oma. Von Ilona, der Hund war das. Und die ist gestorben und da haben sie einen Grabstein gemacht. Ja. Zum Beispiel in Deutschland darf man das, glaube ich, gar nicht. Aber hier in Ungarn darf man das, wenn man eigenes Haus, eigenes Grundstück hat. Dann darf man die Haustiere so begraben. Ja, und die Kira, ihr wisst gar nicht, wie Kira sich hier wohlfühlt, meine Lieben. Kira, komm mal her. Komm mal her. Komm. Guckt mal die Kiri an. Die hat ihren Riesengarten vorne, hinten, kann sich jetzt 3 Wochen hier austoben. Und ich muss euch ehrlich sagen, wir sind froh. Da ist sie bei Oma. Oma kennt sie. Bei Oma gibt es heute Gulasch und Knödel, meine Lieben. Knödel. Schaut mal, Knödel. Und Oma hat ihr hausgemachte Hackbällchen, heißen die, oder Frikadellen. Die besten Fleischküchle der Welt. Der Welt, genau. Also wir fühlen uns hier schon wie in so einem 5-Sterne-Hotel. Da kannst du essen und machen, was du willst. Das ist alles gratis. Sie sagt, ist dir die Schränke leer? Gell? Alles gratis, Oma, da muss man ja zahlen. Ja, alles gratis. Jetzt gibt es leckeres Essen von Oma. Oma, Milene nimmt mir Silja aus der Hand. Babyle. Was gibt's jetzt? Essen. Jetzt gehen wir eine Runde spazieren durch Himeshasa. Himeshasa. Schaut mal. Dieses Dorf oder diese Stadt, was weiß ich, so lang die Straße führt von hier so bis da hoch, wo Ilona wohnt. Da drüben sind noch Häuser. Unsere Truppe hier, Abendspaziergang mal machen. Wir kennen sie ja ein bisschen, es hat sich nichts geändert seit Jahren. Milay wieder Baby tragen. Gell, Milay, du kleine Babysitterin. Also hier gibt es Hunde ohne Ende. Brutal. Wenn man die Straße runterläuft, dann bellen die los. Da kriegt Kira schon Angst da vorne. Hundekonzert. Gut, dass die Hunde Besitzer haben. Ich glaube, die würden uns jetzt zerfleischen. Hört ihr es? Überall. Kira kriegt Angst ohne Ende, wenn die da bellen. Was ist das? Ja, naja. Wenn man alleine durch eine Stadt läuft, weiß man halt nicht, was ist. Oh mein Gott, hier gibt es sogar Zombies. Oh. Nee, Spaß. Mir tut so arg weh. Echt? Oh. Haus. Nach dem Spazieren? Die Mädels. Die Kinder, da ist noch ein Junge, gell? Die tun hier nur Essen vorm Bett gehen. Und wir sagen jetzt danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Das war jetzt unsere Reise bis nach unserem Step One. Und es geht weiter. Was hast du da? Brot für mich. Butterbrot soll ich essen. Also, danke fürs Zuschauen. Abonnieren, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.